singing. I want to say go, imagine. Oh, Lord, I want to be a band member.
ich habe hier den Bandleader von der Blue Dragons Jazz Band getroffen, den Johann Schuster, richtig? Genau, richtig, richtig. Du hast hier richtig ordentlich Gas gegeben. Wir waren eben mit bei euch auf dem Wagen. Ja, war gute Stimmung, war richtig, richtig was los bei uns. Und auch mit den Leuten drumherum, alle mitgemacht, wie es sein muss. Das hat mich erstaunt, dass da viele mitgemacht haben und richtig viel Spaß hatten. Ja. Aber ihr habt den anderen auch keine andere Wahl gelassen. Nee, wenn wir schon Musik machen, dann richtig. Entweder 150% oder gar nicht. Entweder gute Laune oder gar nicht. Ne? Ja, und ihr wirkt ja noch so frisch und so jung, also im Vergleich zu den ganzen anderen Bands. Also seid ihr so die Shootingstars? Naja, würde ich nicht sagen. Wir sind ja erst seit 12 Jahren im Geschäft. 12, 13 Jahre. Also die sind ja schon 40, 50 Jahre dabei. Aber obwohl es denen auch nicht an Esprit fehlt. Ja. Aber wir haben halt noch diese, wie sagt man immer, jugendliche Frische halt noch diese, wir wollen immer was Neues probieren und ein bisschen rumexperimentieren. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an bei den Leuten. Das kam wirklich gut, super an. Ihr habt ja auch mit anderen Bands dann sofort euch damit eingewirkt, also habt dann zusammengespielt, ja. Das ist halt auch dieses Schöne am Dixieland, dass man einfach zusammenkommt wie eine große Familie und dann einfach zusammen Musik macht, nicht lange fragt, was spielt ihr, warum machst du das so und so, sondern einfach zusammen, einfach, man kommt dahin und ist eine große Familie. Und das ist halt das Schöne am Dixieland Festival. Das auf jeden Fall. Also es hat unheimlich viel Laune gemacht, ja. Und ich kann allen Leuten nur sagen, wenn ihr mal irgendwie nicht wisst, was ihr zu tun habt, zu Hause, bisschen Trübsalblas, geht auf die Straße, kommt zum Dixieland, hier wird mitgesungen. Gerne. Wir freuen uns bei jedem Besucher. Ja, und was kann man von euch noch erwarten? Ja, also ihr wird eine feste Größe werden, denke ich mal. Ja, hoffe ich doch. Also wir haben jetzt geplant, demnächst mal, glaube ich, im nächsten Jahr noch eine neue CD aufzunehmen mit aktuellen Liedern, weil wir uns auch ein bisschen vom Klang her verändert haben. Und für nächstes Jahr überlegen wir uns noch was. Also gibt es wieder ein paar Überraschungen auf der Bühne auf jeden Fall. Also mal schön auf die Facebook-Seite von euch schauen. Natürlich, immer. Und am besten kommentieren und liken. Ganz wichtig. Das machen wir gleich mal.